Soll ich meinen Oberkörper frei machen? So, jetzt kannst du Fragen stellen. Ich soll Fragen stellen? Ja. Ich habe gar keine Fragen. So, wie lange machst du das schon? 25 Jahre. 25 Jahre B-Lizenz, wir haben Jubiläum. Mit der 25, jetzt Buchberger. Ja, und guter Start für den Chris Neibes, die Amazone im Feld. Ja, und da feuert sie an raus. Aber jetzt Buchberger nicht als erster ein. Jetzt Buchberger und dann ein Stück Neibes. Ja, der alte Mann und die B-Lizenz. 25 Jahre nationale B-Lizenz hat er auf die Bucke. Bedeutet was? Ja, Jugend, ne? Oder Einsteiger. Nein, also ist die Vorstufe zur A-Lizenz. Ne? A-Lizenz ist die höchste. Ja. Mhm. A-Lizenz ist dann international und ich fahre halt nur national. Ah! Ja gut, das ist ja schon deutschlandweit, kann man ja, ja schon einiges machen. Wie viele Rennen gibt es so in Deutschland? Also wir fahren um die 10 Rennen, fahren aber eigentlich nur im norddeutschen Raum. Also das hier ist eigentlich so das weiteste jetzt. Ja, Vechta, Osnabrück noch, ne? Hessen. Ja, Hessen noch. So, und dann geht das in den süddeutschen Raum über. 52 Jahre jung, von dem Motorradfreund Niederelbe, Jens Buchberger. Ja, dann ist es Lünkes Albesmama, wie jetzt passiert, von Finn Lohheider. Jens Buchberger, letzte Runde mit ihm. Jens Buchberger, dann Finn Lohheider, Jeffrey Albesmama. Dünkes Halbesma, ja, und die beiden Streitchen da, Till Schlimm und Lukas Busch. Da ist ein Millimeter, sagst du, oder dicker? Ja, ist dicker. Ja. Das ist aber nur am linken Fuß, rechts brauchst du keinen, ne? Ja, wir fahren ja nur links vor. Hast du noch Fragen? Ja, ob du den Oberkörper frei machst. Naja, wir wollen nicht übertreiben. Das ist ja eine andere Liga da. Wir machen Motorsport. Wir wollen ja genau das nicht. Ja. Wir fahren hier ohne Frauen her, nur mit Motorrädern, weil wir Spaß haben wollen. Und das machen wir auch. Seit Jahrzehnten mittlerweile. Ihr fahrt 10 Rennen insgesamt für euch. Oh, ungefähr, und so in Deutschland weit, wie viel gibt's da? 20? 20? Als Veranstalter mehr als 20. Man muss für die norddeutsche Bahnmeisterschaft zum Beispiel muss man nennen, da muss man dran teilnehmen und wird dann je nach Punkte dann fürs Finale zugelassen. Und dann wird der Jupo-Endlauf gefahren, das ist die kleine deutsche Meisterschaft, so nennen wir das. Okay. Aufsteiger da von Lando Michaelis, Splitstart aber dann bisschen zu überforscht. Jens Buchberger, Jeffrey Salbesma, Nücke Salbesma, Dennis mit Lando Michaelis. Wir haben einen richtigen erwischt.